Unser Ziel war es, ein Tiny Home auf Rädern zu erschaffen, das wie ein Expeditionsmobil nur mit einem Traktor als Zugmaschine um die Welt fahren kann. Um dieses Megaprojekt umsetzen zu können, sind wir nach 8 Jahren Weltreise ohne Geld nach Schweden, also in den Norden, gezogen. Und ja, das Wetter war nicht immer hold. So war unser kleines Haus auf Rädern so zugeschneit und eingefroren, dass wir nicht einmal reinkamen. Langsam trudelte das erste Material ein, doch das Wetter wollte uns nicht hold sein. Natürlich waren wir auf unserer Pilgerschaft schlechtes Wetter gewohnt. Aber das, was wir nun erleben mussten, war deutlich härter, denn unser Material durfte nicht kaputt gehen. Und deswegen mussten wir abwarten, bis der Regen aufhörte. Also beschäftigten wir uns mit dem Einkochen von Apfelmus, da wir auch nicht verhungern wollten. Heute sind wir hier am Pilgerhof. Was machen wir heute? Apfelmus. Apfelmus. Wie viel Apfelmus machen wir? Unendlich viel Apfelmus. Okay, wir machen aus 600 Kilogramm Äpfeln machen wir heute Apfelmus, weil wir uns für den kompletten Winter hier vorbereiten wollen. Ansonsten gibt es sehr wenig zum Essen hier und deswegen gibt es Wasser. Apfelmus. Okay, es gibt Apfelmus anscheinend für den ganzen Winter und für den Sommer. Genau. Was gibt es da nochmal? Ich glaube, Apfelmus war. Ja, ich glaube, Apfelmus essen wir. Nachdem der Fahrer ausgeschlafen hatte, da er aus Finnland kam, hatte das Wetter aufgeklärt und wir konnten mit der Hilfe unseres Nachbarn den 5-Fuß-Technik-Container ausladen. So hatten wir im kompletten europäischen Markt nur diesen einen Container auftreiben können, den wir nach Schweden haben liefern lassen können. In diesem Container soll all unsere Technik verbaut werden, sodass wir ein vollautonomes Haus auf Rädern erbauen können. Unsere Technik war wahrlich nicht perfekt. Nicht nur, dass der Bagger schon in die Jahre gekommen ist, auch unsere Staplergabel war nur 1,05 Meter lang, jedoch war unser Technikcontainer 2,44 Meter breit. Der größte Nachteil war aber, dass die Staplergabel nur seitlich rechts versetzt, also eben nicht mittig eingreifen konnte und wir ihn eben langsam aus dem LKW-Auflieger ziehen mussten. Wir wussten ganz genau, wenn wir über die Kante kommen, können wir nur ganz kurz den Technikcontainer halten. Er wird dann zur Seite kippen. Wir müssen ihn auffangen und dann so schnell wie möglich auf den Boden werfen bzw. setzen. Jedoch kann man ganz klar sagen, dass es eindeutig werfen war und wenn wir nicht alle hingesprintet wären, wäre der komplette Container auf den Boden geknallt wie eine Knallerbse. Leider konnten wir dieses Spektakel nicht filmen, da selbst der Kameramann bzw. Scharnier, unsere Kamerafrau, direkt auf den Container zuhechten musste. Ansonsten hätten wir einen kaputten Seekontainer gehabt. Und ja, so hätte es aussehen können. Aber wir konnten das Schicksal gerade noch abwenden und stellten unser neues Prachtobjekt in unseren Hof in Schweden. Mann, waren wir glücklich. Nun warteten wir nur noch auf die neuen Fenster, sodass wir langsam aber sicher unser Material zusammenstottern konnten. Nicht so weit, wir haben unsere Schüko-Fenster bekommen. Sie sind direkt aus Deutschland hierher geliefert worden. Und jetzt sind wir stolze Besitzer von sehr, sehr hohen schallisolierten Fenstern mit Druckventil. Und man kann es kaum glauben, da sind sogar Fensterscheiben drin. Aber das schauen wir uns jetzt an. Da wir schon immer leicht verrückt waren, wollten wir auch dieses Mal ein Haus auf Rädern erschaffen, das noch nie da gewesen war. Wir wollen also ein Tiny Home erschaffen, das vollkommen autonom ist, mit 1000 Liter Frischwasser, 10.000 Watt Photovoltaikanlage, einem 20 Kilowattstunden Stromspeicher und einer eigenen Kläranlage
und einer Trockentrenntoilette. Das bedeutet, wir wollen ein echtes Haus auf Rädern erschaffen, sodass wir den gleichen Schallschutz und aber auch Komfort im Innenraum haben, wie wenn man in einem gemauerten Steinhaus leben würde. Ja, normalerweise würde man so hochwertige Fenster jetzt nicht in irgendeiner alten Holzscheune ohne Schloss aufbewahren, aber da hier halt einfach kein Mensch lebt, es ist auch vollkommen egal, wo wir die gerade aufbewahren, weil ich denke nicht, dass sie irgendein Elch oder ein Schwarzbär wegtragen wird. Also haben wir unsere Schüko-Fenster jetzt erstmal hier positioniert. Ja, und wir müssen jetzt schauen, wann das restliche Material kommt und wann wir endlich die Fenster dann auch einbauen können. Also es bleibt spannend. Wir sind jetzt bei ca. 340 Kilogramm Fenster und Türen. Also wir haben drei Innentüren und einige Fenster für den Container. Ich glaube, es sind 8, aber nagelt mich nicht fest. Also, schauen wir, was wir dann noch damit machen können. Da wir genau wussten, dass wir nichts verschwenden dürfen, haben wir sofort die Palette, auf der unsere Fenster angeliefert wurden, mit unserer elektronischen Husqvarna-Säge als Feuerholz auseinandergeschnitten, sodass wir auch noch einiges an Heizkosten einsparen konnten. So war es uns möglich, das Leben in Schweden so kostengünstig wie nur möglich zu halten. So haben uns einige Sponsoren Nahrung geschenkt und eben auch einiges an Werkzeug.